Lege Distanz mit kinetischem Erz zurück ist einer der neuen Aufträge von dieser Woche und hierbei müssen wir verschiedene Phasen davon abschließen und ich kann direkt mal sagen, wir müssen nach Shattered Slabs gehen, denn dort gibt es diese ganzen kinetischen Erze. Das sind halt so kleine Steine, die man auch hier sieht, diese blauen Steine, das ist damit gemeint und die sind halt überall verteilt. Hier ist auch direkt mal eine Karte und da sieht man die ganzen kinetischen Erze markiert, wo die halt genau sind bei Shattered Slabs und ich bin ja gerade rechts unten an der Stelle und hier sieht man wie gesagt diesen Stein und wenn man jetzt einfach mal gegenschlägt, sieht man schon, dann leuchtet der so leicht auf und mit der Zeit kommen hier solche Ringe und das heißt, wir können hier drauf springen und dann wird er in die Richtung so gesehen hingeschleudert. So, wir stellen uns drauf und zack, damit legen wir so gesehen ein paar Meter mit diesem Stein zurück und das können wir jetzt nochmal machen. Draufschlagen, bis diese Ringe erscheinen und dahin wird dann dieser Stein hinfliegen. Also ist schon wirklich interessant gemacht. Ich würde sagen, jetzt steigen wir wieder drauf, ducken uns und jetzt fliegen wir wieder ein paar Meter rum. Okay, das ging auf jeden Fall besser. Also auf jeden Fall ducken scheint zu helfen. Man kann den Stein auch mehrmals benutzen. Ich bin jetzt hier gerade ganz am Rand. Hier gibt es auch nochmal so einen Stein. Der spawnt hier auch immer auf dieser kleinen Schubkarre, nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt steige ich nochmal kurz hier drauf und schlage auf diesen Stein. Am besten einfach geduckt bleiben. Und wenn er halt irgendwann so aufleuchtet, einfach loslassen. Also nicht mehr drauf schlagen, jetzt zum Beispiel. Und dann wird er halt in diese Richtung geschleudert. Aber geduckt bleiben scheint wohl dann wirklich zu helfen. Hier dann auf jeden Fall nochmal kurz die Karte, da sieht man die genauen Orte markiert. Da spawnen die eigentlich wirklich immer. Ansonsten einfach Shattered Slabs landen und dann sollte man die aber auch wirklich sehr, sehr schnell erkennen. Dann einfach draufschlagen, bis sie so aufleuchten und mehr muss man gar nicht machen. Geduckt bleiben, dann fliegt man weg.